Persönlichkeit Nummer 377 am 29. Mai, Samstag im Jahre 2010, hier nochmal zum Urteil wegen Kinderporno, Missbrauchs des Jörg Taus. Urteil vor dem Landgericht in Karlsruhe. Viel ohne Kopf. Ich möchte einige kleine Sachen vorhersagen. Also ich meine Pfingstpredigt in drei Teilen zu Pfingsten, die eigentlich dazu aufrufen sollte, Verständnis zu werben dafür, dass man miteinander geistig in einen Kontakt treten kann, in einen Austausch kommen kann durch gemeinsame Gedanken. Das möchte ich hier auch für die Lichtgeschwindigkeit im Grunde genommen generell wünschen und sagen, dass ich hier persönlich in meinem Namen politische Kommentare und Argumente vortrage, öffentlich. Und es ist einfach ein Missverständnis, wenn jemand glaubt, er könne hier unter einem Pseudonym seine privaten, persönlichen Sachen ausschütten. Es geht hier um den freien Bürger, der im eigenen Namen auftreten kann und politisch argumentiert. Also privat Sandkasten ist hier nicht und ich möchte auch nicht in die Rolle gedrängt werden, hier der Moderation halber zu löschen oder mich einzulassen auf Privatgekummel. Das ist hier nicht der Platz. Und zum Thema Jörg Taus haben wir jetzt bei der Piratenpartei Deutschland.de Online-Pressemitteilungsseite fast 500 Kommentare inzwischen von Nicht-Piraten, aber auch von Mitgliedern der Piratenpartei, wobei die außerhalb der Piratenpartei eigentlich nur ihre Missbilligung und ihre Herabwürdigung der Piraten zum Ausdruck bringen, während bei den Piraten es wirklich zwei unversöhnliche Gruppen gibt. Die einen, die sagen also jetzt aber Schluss mit dem Jörg Taus, raus aus der Piratenpartei, der Päderast und Kinderpornograf ist nun verurteilt und wir wollen nicht in dieser Partei sein, wenn er in der Partei bleibt. Und wenn er nicht ausgeschlossen wird, treten wir aus. Das geht bis hin, dass zahlreiche Parteiaustritte dort schriftlich erklärt sind, online. Und auf der anderen Seite stehen also diejenigen Piraten, und dazu gehören auch die Vorstände und die Verfasser der Pressemitteilung, die sagen, wir haben uns gegenüber den Schuldvorwürfen positioniert und haben gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung ohne Ansehen der Person bis zu einem rechtskräftigen Urteil. Nun ist dieses Urteil noch nicht rechtskräftig, das gestern ausgesprochen wurde, und deshalb ist jetzt auch noch nicht der Zeitpunkt, über einen Verurteilten Entscheidungen zu treffen. Also der Zeitpunkt ist einfach noch nicht. Diesen Standpunkt vertrete ich auch. Darüber hinaus habe ich aber auch vorgeschlagen, Jörg Taus ist sozusagen aufgrund seiner Prominenz einer der Hauptinitiatoren der Zensursula-Kampagne, in dem es um Löschen statt Sperren geht und nicht die politische Seitenbenutzung des Angstthemas Kinderpornografie zu missbrauchen, wie es die Ministerin Ursula von der Leyen im Wahlkampf gemacht hat, sondern hier wirklich staatseitig zu zeigen, hier sind strafrechtlich eindeutig zu ächtende Sachverhalte, Kinderpornografie, Kindervergewaltigung, Geldgeschäfte mit strafbaren Handlungen, mit all diesen Sachen, und es geht ganz eindeutig um die Ächtung und auch um die staatliche Verhinderung. Es geht aber auch um die alltägliche, von jedem Menschen auszusprechende Ächtung dieser Kinderpornografie. Und daran darf gar kein Zweifel bestehen, meinerseits natürlich auch überhaupt gar nicht. Ich kann es aber nicht alle zwei Minuten wiederholen, sondern in diesem Falle geht es darum, dass wir die Unschuldsvermutung haben und das Urteil nicht rechtskräftig ist. Nun möchte ich noch etwas nachschieben zu dem, was ich bisher dazu gesagt habe. Als das Urteil in den Medien mitgeteilt wurde und ich hier auch darauf mich bezog, hieß es, Jörg Taus sei zu 15 Monaten Gefängnis mit Bewährung auf
zwei Jahre und zuzüglich 6.000 Euro Geldstrafe für einen heilenden Zweck verurteilt worden. Das stellt sich jetzt inzwischen anders raus. Diese Geldstrafe, die die Staatsanwältin beantragt hat, 6.000 Euro muss Jörg Tausch nicht bezahlen. Ausdrücklich hat das Gericht auch gesagt, die Strafe von unter zwei Jahren Gefängnis berücksichtigt auch, dass Jörg Tausch durch diese Verurteilung nicht seine im Parlament verdienten Altersbezüge, Altersversorgung verliert. Und auf der anderen Seite ist es so, dass Jörg Tausch nun erklärt hat, ihm sei die private Nutzung zur sexuellen Erregung, zu seiner persönlichen sexuellen Belustigung, wie es die Staatsanwältin ihm vorgeworfen hat, die sei ihm jetzt in diesem Gerichtsurteil freigesprochen worden. Das stimmt tatsächlich so auch nicht, sondern das Gericht hat sich auf die Frage, warum Jörg Tausch sich mit Kinderpornografie verbotenerweise beschäftigt hat, überhaupt gar nicht angesprochen, sondern ausgeklammert. Sie haben gesagt, ob er das privat aus sexueller Neigung oder aus Neugierde oder aus anderen Gründen gemacht hat, sähe das Gericht gar nicht im Zentrum des Vorwurfs und des Urteils, der Urteilsfindung, sondern hier ging es allein darum, dass hier die Frage, hat Jörg Tausch als Bundestagsabgeordneter das Recht gehabt, sich mit verbotenen Sachen zu beschäftigen oder nicht? Und hier das Gericht nun ganz eindeutig gesagt hat, das Recht hat er nicht. Und der Vorschlag nach § 184b des Strafgesetzbuches, dass also diese Kinderporno- und Missbrauchspraktiken, die strafbewehrt sind, über den Absatz 5 dann eventuell straffrei würden im Fall Jörg Tausch, wurde vom Gericht abgelehnt. Und da wird gesagt, alleine schon, dass es hier nicht nur um die Beschaffung von Kinderpornos ging, die eventuell strafbefreit werden könne, sondern auch die Weitergabe, für die keine Straffreiheit gegeben sei im Falle des 184b Absatz 5. So, das finde ich, ist schon mal ein richtiges, greifbares Ergebnis dieses Urteils. Wenn jetzt eine Revision eingelegt werden soll von dem Verurteilten mit dem Ziel, eventuell eine Grundsatzklärung präziser zu verlangen, wie weit Recht oder Unrecht des Abgeordneten justiziabel ist und entschieden werden soll, dann mag das geschehen. Bis dahin ist das Urteil nicht rechtskräftig. So, des Weiteren geht es jetzt darum, dass ein Riesenaufwand an Kommentaren innerhalb und außerhalb der Piratenpartei hier so weit geführt hat, dass heute auf der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Seite 1, also Samstag, Wochenendausgabe Seite 1, oben links über das Urteil berichtet wird und oben rechts zweispaltig von Georg Hefti der Kommentar, wo es heißt, der falsche Mann. Und da wird dann letztlich gesagt, ob Tausch oder nicht, ist eigentlich nicht so wichtig. Wichtiger ist hier das politische Problem der Piratenpartei. Die Piratenpartei würde sich quasi auf rechtsstaatlichen Abwegen bewegen, am Beispiele des Jörg Tausch, den man seitens der Piratenpartei sozusagen unangemessenerweise zu einem Politikum macht in Bezug auf freie Benutzung des Internets und damit auch rechtsfreie Benutzung des Internets für strafrechtlich relevante Machenschaften. So, das ist der Vorwurf, den jetzt auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute erhebt, der natürlich aus meiner Sicht ungerechtfertigt ist, denn das Prinzip Lösche statt Sperren bedeutet nicht freie Bahn für Unrecht im Internet, sondern das gesamte Strafrecht gilt am Telefon, beim Postgeheimnis, Paketversand und genauso natürlich am und im Internet. Und es ist die Schreibmaschine, der Bleistift oder der Faustkeil oder die Rauchzeichen, alle unterhalb unserer rechtsstaatlichen Normen und nicht außerhalb. Und insofern ist das einfach nur um die Ecke gebogen, um die Piratenpartei, die sich für eine bürgerrechtliche Freiheit im Internet einsetzt, sozusagen ohne auf die Argumente einzugehen, abzublocken. Inzwischen kann man aber sehen, dass international diese Art von rechtsradikaler Polizeipolitik, das Internet sozusagen zu kriminalisieren, inzwischen rückläufig ist, dass man auch dieses Ganze mit Kameraüberwachung und Massendatenspeicherung und so weiter inzwischen anders sieht und dass es vielleicht noch eine Weile dauert, bis sich das normalisiert und der Alarmismus und die Angstpolitik seitens der Innenpolitiker, die immer Angst gut verkaufen können, nachlassen wird. Das ist hier meine Hoffnung. Und nun noch, Jörg Tausch hat gesagt,
ruhen lassen, bis ein rechtsgültiges Urteil da ist. Und die Piraten und der Bundesvorstand seinerseits hat gesagt, wir warten das jetzt erstmal ab. Und damit ist für mich die Geschichte des Urteils vom Landgericht in Karlsruhe erstmal soweit vollständig besprochen worden. Und ich möchte den allgemeinen Aufruf aber zum Pfingsterlebnis ausbringen und dass die Piraten, wenn sie diskutieren und kommentieren, ihren Namen bitte drunter schreiben, denn es sind unsere wirklich politischen Werte, um die es geht und nicht um Nickname-Spielchen. Ahoi, liebe Piraten!